Oh, Wurfgraben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Link's Awakening. Ich habe mich schon mal auf den Weg gemacht zum Schleimsumpf. Und der Kettenhund hat hier gerade auf eine Zaubermuschel aufmerksam gemacht. So, wir sollen ja in den Schleimsumpf. So, und der befindet sich hier. Oh, ach, warte. Kann der die vielleicht fressen? Warte, Moment. Tatsächlich. Oh, so simpel. Alter, wie gut. Aua. Der kann die fressen. Wie gut. So simpel. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. 50 Rubine. Aua. Gut, ich muss gehen. Ah, jetzt kann ich auch hier lang. Oh, super. Super, so simpel. Aber gut, ne? Besser spät als nie? Was? Die Djinn-Grotte. Gleich der nächste Dungeon? Okay, wir werden irgendwas in diesem Dungeon hier erhalten, dass wir diese Fässer, Krüge zerstören oder zumindest einsammeln können oder sonst irgendwas, um an die Kiste ranzukommen. Okay. Mhm. Aua. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, diese Tür lässt sich nur mit einem kleinen Schlüssel öffnen. Ja, tut mir leid. Ich habe leider keinen Schlüssel und ich habe auch nicht die Möglichkeit, hier irgendwie großartig was zu machen. Okay. Ja, das sieht noch zu schwer aus. Boah, wer muss denn da jetzt Rasen mähen? Sorry, falls man das hört. Nee, hat man überhaupt nicht gehört, ne? Nein, nein. Aber da weiß ich jetzt schon wieder nicht, wo ich lang muss. Aua. Ja, aber es kann doch nur das hier sein. Ach, weißt du was? Ich gucke jetzt nach. Und ich warte, bis der Rasenmäher aufgehört hat. Bis gleich. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns in der Djinn-Grotte erwartet. Okay, das hier sind Fässer? Krüge? Krüge wahrscheinlich, ne? Heben. Die sind auch noch zu schwer. Ja, ja, okay, okay. Ja, ich hätte aber gern die Kiste. Okay, das Feuer kann ich nicht ausmachen. Kriege ich hier eine Lampe? Gibt es hier Fackelspielchen? Ich meine, ist ja Zelda-like, ne? Na gut, aber wenn ich die noch nicht heben kann. Oh, dann kommen. Oh, dann bekommen wir vielleicht den Hammer, um die Krüge zu zerschlagen, vielleicht? Oder Krafthandschuhe, um sie zu heben. Oh, ich weiß nicht, wie das hier läuft mit dem Dungeon-Items in dem Spiel. Okay. Fackelrätsel. Zauberpulver, ne? Dieses mysteriöse Pulver besitzt Zauberkraft. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Ich habe mich da im Vorfeld informiert. Sorry. Ja. Item festlegen. Was? Die Schaufel brauche ich jetzt gerade nicht. So, hier. Zack. Zack. Bleibt das Feuer an, sag mal? Ich gehe mal davon aus, ne? Gut. Ih, Skelette. Und das eine ist vergiftet. Aua. Sag mal. Schatten oder was? Na, komm her. So. Ah, Kiste. Nee, Schlüssel. So, Speichervorgang. Bei einem kleinen Schlüssel. Okay, gut, wenn es sein muss. Den könnte ich jetzt sowohl hier einsetzen, als auch dort vorne. Ja, das, oh, ein Schalterpalast.
Alles klärchen. Okay, okay, okay. Hier gibt es wieder so eine Eule. Die Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel verstehst du sie nicht. Okay, okay. Haben die hier eine Bedeutung? Nee, anscheinend nicht. Kann ich die? Nee, kann ich nicht, ne? Ich will es mit dem Zauberpulver jetzt auch nicht probieren. Okay. Shy Guys? Okay, die machen mir alles nach. Die imitieren mich, aber ich komme hier nicht... Nee, ich komme hier nicht lang. Nee, auch nicht mit Anschwung. Nee, geht nicht. Gut, dann gehe ich mal da runter. Aha. Okay. Ha, geil. Ha, cool. Hat funktioniert. Was ist der denn? Für eine Kapuzengestalt. Der hat ein Schild. Und er hat Zuckungen. Wie mache ich denn das? Der hat ein Schild. Aua. Ach so, ja, ja, ja. I remember. Nicht umbringen. Sag mal. Saftratte. So, Kiste. Okay, du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Sehr gut, jetzt haben wir schon zwei. Hallo? Ich kann das nicht skippen. Ich könnte mich jetzt auch hier drin einsperren. Ich gehe erstmal weiter. Ach so, nee, ist ja kein Problem. Was ist das denn? Was war das? War das Zauberpulver? Kiste! Noch ein Schlüssel? Jo. Boah, dauert das lange, bis man diesen Text wegskippen kann. Das ist ja furchtbar. Warte mal. Ich komme auch so hier rüber. Ohne den Schalter zu betätigen. Alles klar. Oh. Die sind gegen meine Angriffe immun. Und auch gegen mein Schild. Das Zauberpulver kann den auch... Kann den auch nicht? Okay, gut. Ja, okay. Jetzt habe ich schon drei Schlüssel. Sag mal, warum gibt es denn hier so viele Gegner aus Super Mario? Kettenhunde, Shy Guys, Stachis oder Pickelkäfer. Nee, Pickelkäfer ist, glaube ich, wieder was anderes, ne? Und die sind ganz schön, die sind ganz schön wild. Ich gehe erstmal wieder zurück. Ja. Hab ich hier eine Karte, sag mal? Inventar. Karte. Okay, okay, okay. Hier haben wir eine Truhe, die wir noch nicht geöffnet haben. Ach ja, das war der, das war der Anfangsbereich. Okay, 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 okay. Ich gehe erstmal wieder zurück. Obwohl... Nee, komm, wenn wir schon mal hier sind... Wir können nichts verpassen. Man kann jederzeit wieder in die Dungeons. Also, wir können eigentlich gar nichts großartig verpassen. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Dungeons hier funktionieren, aber ich nehme mal an, so richtig, richtig was verpassen, sodass du es nie wieder kriegst, kann man nicht. Also, würde mich... Aua! Würde mich stark wundern. Ja, ich will die auch noch nicht heben. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Okay, hier gibt es wieder eine Eule. Die würde mir normalerweise was sagen, aber geht noch nicht. Wir haben noch keinen Schnabel. Ja gut, da muss ich doch wieder zurück. Naja, egal. Dann wissen wir, dass hier eine Sackgasse ist. Mehr oder weniger. Und können dann jetzt die anderen beiden Schlüssel einsetzen. So. Nee, so. Sonst komme ich hier nicht lang. Ach, die sind auch wieder da. Tag. Aua! Nein, 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 nein! That was close. Bam! Nee, warte, hier gehe ich noch nicht rein. Ich gehe hier rein. Ich will wissen, was da ist. Da! Hab ich mich jetzt verjagt? Sag mal! Kann ich mit gehobenem Schwert? Nö. Oh oh. Alter, was war das denn? Voll der Fechtschlag. Ah. Ach so, Zauberpulver. Ja, okay. Okay, okay, okay.
Ach so. Ja, ich muss die Gegner besiegen. Und wahrscheinlich... Ja. Ach nee, das war gar nicht. Ich muss nur die Gegner besiegen. Okay, den kann ich nicht besiegen. Und der kann auch nicht runterfallen. Aber der ist ganz schön langsam unterwegs. That means... Ja, so viel zum Thema, da kann ich runterfallen. Kiste! Du hast einen Schnabel aus Stein erhalten. Jetzt wird nur noch eine Eulenstatue, an die er passt. Aber man braucht zwei. Es passt immer nur eine. Man kann ihn nicht wieder mitnehmen. Muss ich hier die Fuck... Nee, ne? Sehe ich nicht. Nö. Ich spare mir mein Zauberpulver. Aua. Irgendwie wird man in dem Spiel sehr häufig getroffen. Trotz alledem, dass wir 4 Herzen haben. Klar, das ist jetzt für den Anfang wenig, natürlich. Aber trotzdem, irgendwie ist das, ja. Sag mal, können die Shy Guys hier irgendwie diese Krüge kaputt machen? Was hat denn der Raum jetzt hier für einen Sinn? Und was sind das hier für Plattformen? Nee, passiert nichts. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn wir das Dungeon-Item haben? Ich weiß ja nicht mal, ob es hier Dungeon-Items gibt. Keine Ahnung. So. Senke die Bodenplatten, indem du den Kristall schlägst. Wow. Danke, aber das kenne ich auch schon aus A Link to the Past. Ja. Toll, das ist... Wow. Das, ja. Nee, tut mir leid, aber da kann man auch selber drauf kommen. Ah, das ist... Ja, tatsächlich, das ist Feenstaub. Kann man sich das... Warte mal, kann man sich das hier jedes Mal holen? Nee, okay, anscheinend nicht. Okay. Was sagt die andere Eule? Die wird ja auch noch irgendwas sagen müssen. Voll sneaky. Oh nee, nicht der Raum. Nicht. Aha! So, was hast du zu sagen? Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg auftun. Ach ja, die kann man verschieben. Ja. Okay. Waren an den anderen Stellen... Oh nein, ich habe nur ein Herz. Okay. Waren an den anderen Plattformstellen, hast du nicht gesehen, auch solche Schiebeblöcke? Ich mag diese 2D-Abschnitte. Die finde ich voll cool. Ist voll cute. Herzen, Herzen! Sehr gut. Hau ab. Let go, me. Hast du heilige Scheiße. Was ist denn das hier? Boss. Wie besiege ich den? Einfach drauf. Der hat Bomben. Hi, ach du, Schirm, aber wie das... Alter. Voll brutal. Nein, lass mich... Let go on me. Hallo. Sag mal... Schön den Sack aufgeschlitzt. Oh, eine Fee. Hallo. Ach ja, stimmt. Nee, das war ja der Zwischenboss. Ja, okay, passt. Ich nutze den Teleporter mal. Aber wir haben immer noch kein Dungeon-Item. Ich will diese Krüge hier kaputt machen. Oder muss man später Backtracking betreiben? Ist es das, was das Spiel will? Wenn man dann irgendwann die Möglichkeit hat, diese Krüge zu zerstören, dass man dann zurückkommt. Ist aber eigentlich so gar nicht Zelda-like.
Also zumindest was die... Nee, das ist gelogen. Was die 2D-Zelda das angeht, wollte ich jetzt sagen. Ja, okay, aber man muss auch trennen zwischen Oberwelt und Dungeons. Also in den Dungeons ist es nie so, dass man noch nachträglich irgendwas holen kann. Also ganz selten. Auf der Oberwelt ist es wieder was anderes. Die Herzen, lasse ich mal Herzen sein. Warte mal. Da ist erstmal eine Eule. Du musst erstmal dran glauben. Erst die langohrige Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Bäh. Langohrige Kreatur, ja, Fledermaus. Und dann der was? Schädelritter? Was ist denn der Schädelritter? Ein Skelett oder was? Wo ist denn hier ein Skelett, sag mal? Und was soll ich mit denen machen? Besiegen? Nee, kann ich nicht verschieben. Okay, ich gehe einfach mal weiter, ne? Alter, das ist ganz schön mies. Du hast die Labyrinthkarte erhalten. Okay, okay. Ja, dann lass uns mal gucken. Warte. Hier, so, minus. Oh, da kommt aber noch einiges auf uns zu. Die Treppen sehen aus wie bei dem DS. Hier dieses Verbindungszeichen, wenn man im LAN gespielt... nicht im LAN. Ja, egal. Online oder lokal. Sieht voll danach aus. Okay, ich nehme mal an, hier oben ist der Boss. Sieht mir aus wie ein Bossraum. Okay. Also bisher haben wir nichts verpasst, würde ich behaupten. Du, von dem Raum kommst du nicht in den? Also scheint zumindest so. Nee, da ist ja eine Treppe. Ja, ich bin blind. Ich gehe einfach mal weiter. Erst die Fledermaus und dann das Skelett. Hier bleiben. Na, komm her. So. Give me that ruby. Huh? Kiste. Geil, 20 Rubine. Finde ich gut. Habe ich noch einen Schlüssel? Nö. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ja, aber... Bin ich hier falsch? Muss ich ernsthaft nochmal da runter... Also, nee, ne? Oh, nö, ne? Ja, aber kam ich denn da weiter? Warum bin ich denn da... dann nicht lang gegangen? Also, jetzt mal ganz doof gefragt. Weil hier komme ich ganz offensichtlich noch nicht weiter. Ach, ja. Man sollte nicht das Schwert gezückt lassen. Das ist, da hat man keine Bewegungsfreiheit. So, warte, ich nehme die Herzen gerade mal mit. Ja, den nutze ich. Dann sind wir nämlich schneller da. Ich will diese Kiste noch haben. Mir egal wie. So, und dann ganz nach rechts, ne? Und der mit seinem hässlichen Sprung. Du hast deinen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Warte, ich muss eben kurz auf die Karte lunzen. Kann ich auch hier lang? Nein, kann ich nicht. Warte, aber da kann ich den... Ah, ich hab's gerade noch im Augenwinkel gesehen. Moment. Nein, ich wollte springen. Hier, da. Hä, aber das ging doch vorhin auch. Müssen die Scheigeist das machen, sag mal? Warte, ich probiere mal was. Müssen die hier stehen? Oh Mensch, ich hätte die gerne... Safe können die bewegen. Egal. So, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ach so.
Ja, aber war ich da denn nicht? Hey, hier war ich doch. Bin ich jetzt doof? Ich glaube, ich bin doof. Da war ich doch. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ne, da habe ich die Plattformen draufgeschoben. Ah, so geht das. Okay, gut. Ja, keine Ahnung. Hier war ich, ganz eindeutig. Da gibt's kein Vertun. So, und wo komme ich jetzt raus? Hier. Hä? Dann habe ich irgendwo was übersehen. Ah! Oh. Warte. Warte, warte. Nee, okay, das ist es nicht. Dieser Stein hier, ne? Der sieht. Der ist merkwürdig. So, hier war der Boss. Genau. Also der Zwischenboss. Erst die langohrigen Kreaturen. Und dann der Schädelritter. Wie hieß der Schädelritter? Ich. Ich will die Herzen noch nicht mitnehmen. Ich lass die mal da, wo sie sind. Langohrige Kreatur. Ach, nur eine. Zuletzt den Schädelritter. Aber was ist denn ein Schädelritter? Nein, 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 nicht schon wieder. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. I'm sorry. Es ist wahrscheinlich wieder total offensichtlich, ne? Irgendwie. Kann ich... Nee. Das geht noch nicht. Komme ich da einfach weiter, sag mal? Nee, das ist ein Stein. Ich übersehe wieder was. Och, Menno. Du sag mal, was passiert denn, wenn ich in das Ding reinspringe? Jetzt mal doof gefragt. Oh. Alter! Okay. Okay, aber ich nehme keinen Schaden. Okay, okay. Ja, du, keine Ahnung. Ich bin überfragt. Mir fehlt ein Schlüssel. Aber jede Truhe bisher, die ich mitnehmen konnte, wo es mir möglich war, habe ich mitgenommen, also geöffnet. An die hier komme ich halt nicht dran und genauso da oben. Irgendwo in diesem Raum übersehe ich was. Kann ich auch nicht verzaubern oder so ein Kram? Ich kann da auch nicht drüber springen und nichts. Ich will nicht schon wieder nachgucken müssen. Erinnerung? Achso. Hallo, Controller? Okay. Ja, ich... Ist es so offensichtlich? Ich frage jetzt einfach mal. Ist es so offensichtlich? Achso, das war der rechte Stick. So, da war eine Treppe. Ja, war das... Irgendwas in diesem Raum. Kleines Mistviech. Warum kann ich die jetzt eigentlich nicht bewegen? Warte, passt auf. I have got an idea. Moment, das ist jetzt wirklich der letzte Gedanke, der mir kommt.
Ich habe ja gelernt, man kann diese Plattform hier, also diese Steine da, die kann man bewegen. Ha, du Mensch, ich erschrecke mich da jedes Mal. Ha. Ach so, nee, okay, hier bin ich falsch. Hier I'm wrong. Ja, ist okay. Hier gibt es jede Menge Herzen. Noch. Kannst du mal aufhören, mich in der Luft zu bumsen? Hallo? Das Ding hier. Das muss da irgendwie drauf. Warte, die standen da eigentlich so schon ganz gut. Vielleicht so? Ne, also wenn ich schiebe, schieben sie nicht. Die schieben gar nicht. Nee, das ist es nicht. Oder kann ich auch ziehen in dem Spiel? Nee, das geht hier nicht. Okay. Das war früher so in der Link to the Past. Past. Warte! Das ist ein Schädelritter! Aber hier sind keine Fledermäuse. Das ist dieser Schädelritter, von dem die Rede ist. Oh, warte, da kann ich drauf? Cool. Ey, da kann man sich doch bestimmt voll durchglitschen. Also, ich meine nur. Oder ist das gewollt? Ist das irgendwann mal nötig? Okay, pass auf. Es hieß erst die Fledermäuse. Ach, Mist. Und dann der Schädelritter. Also ich würde den hier nicht als Schädelritter bezeichnen, auch wenn er grün ist. Und was hat dieser Raum hier für eine Bedeutung? Ja, die kommen hier später drauf, ne? Also guck mal, selbst wenn ich... Wenn er da... Die können die nicht bewegen. Das ist... Ich übersehe was. Es kann... Oh, die sind wieder da. Die Gegner sind wieder da. Ich würde die hier nicht als Schädelritter bezeichnen. Weil das sind Skelette. So. Nein, jetzt ist er hier unten weg. Ach, weißt du was? Das ist doch hier alles irgendwie... Also... Sag mal, ist das ein Schatten da vorne auf dem Schalter? Ja, ne? Ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein, was es bringt... hier diesen Schalter zu drücken. Und ich verstehe auch nicht, warum ich den da jetzt auf einmal nicht draufschieben kann. Was hat die eine Eule gesagt? Sind die Symbole gleich? Weil guck mal, die konnte ich hier draufschieben. Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg auftun. Ja, schön. So. Und diese beiden Dinger konnte ich jetzt da drauf schieben. Wohin? Ne, hier will ich nicht hin. So, die Dinger kann ich aber nicht bewegen. Weil ziehen geht nicht. So, und wenn ich hier schiebe, passiert nichts. Ich bin zu doof für das Spiel, glaube ich. Ah, nicht so weit, Link. So. So, hier ist jetzt wieder dieser komische Schädelritter. Aber hier ist keine Fledermaus. Sperr den jetzt da ein. Ah, der hat sich da durchgeglitscht. Wer ist die Fleder? Oder gilt das Ding hier als Fledermaus? Aber was soll ich denn damit machen? Ich weiß, ich hab... Also,
Na komm. Was ist mit ihm falsch? Der hatte doch ein Schild. Nee, keine Ahnung, was hier Phase ist. Haha! So läuft der Hase. Und hier ist der Eingang, quasi. Nee. Ich muss mich nochmal schlau machen. Ich nutze jetzt hier den Teleporter und guck mich nochmal um und, ja, zur Not muss ich recherchieren. Bis gleich. Also. Ja, es ist, nee, ich will nicht sagen, dass es offensichtlich ist, aber... Naja, sagen wir es so. Ich wär nicht drauf gekommen. Diese Shy Guys hier, ne? Die sind zu bezwingen. Mit einer Wirbelattacke von hinten. Richtig assi von hinten in den Rücken stechen. Das ist das Rätsels Lösung. Ja, gut. Das Spiel zeigt mir also, Abstechen und Gewalt ist eine Lösung. Gut, ist okay. Kann ich mitleben. Ich weiß aber jetzt immer noch nicht, was es mit dem Schädelritter auf sich hat. Also hier mit diesem Gegner hier. Falls es, ne, also, ne, falls der überhaupt gemeint ist. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf die Karte lunzen. Jetzt haben wir ja einen Schlüssel. Ich gehe mal kurz zurück zum Anfang. Sofern das Spiel das zulässt. Ja, toll. So. Weg da. War das jetzt hier links? Ne, einen runter. Okay, okay, okay. Hier ist nämlich Lö-Teleporter. Hallo? Und dann können wir... Weg da. Dass die einen immer treffen. Nö, ich nehme die Herzen. Nö, nehme ich nicht mit. Nö, ich bin ein Pro-Gamer. Ich brauche die Herzen nicht. So. Seht ihr? Seht ihr? Ein Noob wäre jetzt hier getroffen worden. Ja, ich meine nur. So, Schlüssel. Oh, was, Buhus? Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Eine Transformation oder eine Fusion, eher gesagt. Oh. Okay, gut. Du hast das Kraftarmband erhalten. Damit kannst du endlich Steine und Krüge hochheben. Cool. Wurde auch mal Zeit. Oh. Oh, so viel besser. Oh, so viel besser. Oh, so viel besser. Oh, um Gottes Willen. Viel besser. Viel, 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 viel besser. Ich kann es nicht in Worte fassen. Oh, ist das gut. So, Platz da. Da war ein Herz drin. Gut. Wir müssen auf jeden Fall dann nochmal zum Anfang zurück, ne? Und ein bisschen was nachholen. Ich muss mal eben den Schalterpalast umswitchen. Falls mir das möglich ist. Ist mir das möglich? Warte. Warte, 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 warte. Oh. Nee, ist ein One-Way. Das ist kacke. Ja, aber sonst komme ich da nicht weiter. Oh, nee, ne? Okay, holen wir uns erstmal die Kiste hier. Wow. Ja, okay, 50 Rubine. Okay, ja.
Ja, aber es sind leider nur Rubine, also von daher... Okay, okay. Okay, 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 weg da, weg da, weg da, weg da. Nee, sonst komme ich hier nicht, das ist... Nee. Ah, warte, hier. Hier haben wir doch das Rätselslösung. Na, Manchmal reagiert der nicht. Nee. Ihr zwei, ne? Sag mal, hat der mich gerade... Saftratte. So, was haben wir denn jetzt hier? Ist nur Deko. Pure Deko? Okay, gut. Ja. Hat das jetzt eigentlich Sinn gemacht mit... Oh. Also, mit der Sache mit dem Schalterpalast? Ich springe gerne in dem Spiel. Vor allem in diesen 2D-Passagen. Geh weg. Ja, nee, aber dann bin ich ja wieder hier. Passiert da eigentlich irgendwann was? Ja, okay, gut. Dauert ein bisschen, aber okay. Weg. Hat das jetzt was gebracht? Ja. Ich weiß nicht warum, aber ja. Okay. Fragt mich jetzt aber nicht, was ich gemacht habe. So, jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, hier zu switchen. Um mir erstmal die Kiste zu holen. Du hast deinen kleinen Schlüssel erhalten. Okay, okay, okay. Hier komme ich nicht weiter. Alter, ich dachte gerade kurz. Ich muss mich jetzt hier in den Tod stürzen oder so ein Scheiß. War das ein Slime? Also so ein... Ja. You know. Sag mal. Oh, Schieberätsel. Ha! So. Nee. Auch nicht. Hä? Ich weiß nicht, was es mit diesen komischen Plattformen auf sich hat. Ah, da ist wieder so ein Schädelritter. Glaube ich. Aber diesmal wirft er Speere. Teil der Macht erhalten. Was bist du denn? Du bist ja süß. Warum ist der denn eingesperrt? Aber ich kann ihn nicht befreien. Okay. Geil. Ah ja, stimmt. Gumbas gibt's ja... Pass auf. Geil. Cool. Mag ich. Gefällt mir. Ah, jetzt bin ich hier. Ja und, was bringt mir das jetzt? Das bringt mir ja gar nichts. Das ist nur eine Abkürzung. Glaube ich. Ja, oder? Da war jetzt ein Herz drin. Schön und gut. Das ist... Hä? Also, bisher hat mich dieser Dungeon nichts als verwirrt. So, da links war das Dungeon-Item. Doch, tatsächlich, da ist so ein Slime. Aber der fällt von ganz alleine runter, ohne dass ich irgendwas mache. Da kann ich ja nichts zu. Oh. Schutzeichel. Ja, die. Achso, ich hab einen Schlüssel. Achso, ja gut. So, was ist mit ihm? Aua. Hä, er tut mir weh, aber ich kann ihn nicht verletzen?
Oh, okay, gut. So viel dazu. So viel dazu. Ich will wissen, ob es hier noch was gibt. Na, komm her. Oh, eine Fee. Oh, okay. Das war jetzt Zufall. Das wusste ich nicht. Wie auch. Oh, die Treppen. Die sehen toll aus. Und der... Boah, der Hintergrund. Alter, Zinnober. Achso. Traum. Das Spiel ist grafisch, ist also wow. Kann ich auch mit dem Krug klettern, sag mal? Tatsächlich. Nee, muss aber nicht sein. Oh, Bosstür. Aber ich habe noch gar keinen Boss-Key. Nein, ich habe doch noch gar keinen Boss-Key. Oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Och nö, ne? Ja, toll. Ja, lässt sich nur mit dem großen Schlüssel öffnen. Toll. Wow. Aber es fehlt auch noch ein Raum. Zwei sogar. Ja gut, der eigentliche Bossraum, klar. Und... Ja, aber du sag mal, der Boss-Key. Der kann doch eigentlich nur in der Kiste sein oder Truhe sein. Den findest du nicht wie so einen normalen Schlüssel einfach so. Also das wäre mir neu. Sprich, dann müsste ich ja eine Kiste übersehen haben. Oder? Wo ging es hier nochmal lang? Ha! Warte mal, ich versuche mal was. Oh, warte. Aha! Aha! Okay, hier kommt das Rätsel mit der Fledermaus. Und der Schädelritter hieß zuletzt. Von dem Hasen war gar nicht die Rede. So, und jetzt er. Was? Ja, aber es hieß doch zuerst... Ach so, großohrig... Ah, natürlich... Ja, damit ist natürlich der Hase gemeint. Okay, der Hase muss zuerst... Der Hase muss zuerst dran glauben... Oh, ich habe aber nur 3 Versuche. Und mir darf die Fledermaus nicht dazwischen kommen. Na los, komm her, kleiner Hase. Hase! Hase? Hase! Sag mal, wenn diese scheiß Fledermaus mich jetzt... Nein! Hä? Nein! Ach, sag mal! Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Komm her. Das kann doch nicht angehen. Aha! So, und der Schädelritter zuletzt. Sehr gut. Okay, 2 Informationen, 3 Gegner. Ist ein bisschen, ja, tricky. Der Boss-Key! Sehr gut, haben wir den auch. Da musste erstmal drauf kommen. Ja gut, nein, wir hatten den Tipp ja... Wo bin ich denn jetzt hier? Warte, war das der Weg zum Boss? Nein!
Ach, du Heilige. Boah, das war knapp. War das der Weg zum Boss? Nee, es war eine Abkürzung. Warte, 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 warte. Hat aber alles seine Richtigkeit. So. So. Bam. Ja, brauche ich eigentlich nicht, aber... So. Ach so, ja gut, mache ich so. Ja, ist auch okay. Ah, ja, klatsch, 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 klatsch. Komm um, verdammt. Bin jetzt DJ. Na, geh weg. Schutzeichel. So. Dass man diesen blöden Hafen nicht umbringen kann, ey. Also, im Sinne, ja. I! Teil der Macht und jetzt Schutz? Ach nee, es geht immer nur eins. Bin ich dadurch jetzt schneller? Gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Boss. Boah, das hat jetzt voll lange gedauert. Boah, das tut mir jetzt voll leid. Also nicht, dass ich es euch nicht gönne, ne? Um Gottes Willen. Was hat er denn jetzt hier für ein Problem? Ich brauche einen Krug. Habe ich das vorhin auch gemacht? Warte, das war aber intuitiv. Okay, krass. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, haben wir alles? Ich hoffe. Vor uns liegt jetzt der Bossraum. Und es ist ein Krug. Ein Flaschengeist. Ich bin heute dein Gastgeber. Gin. Der hat eine Waffel. Und jongliert mit Feuer. Okay, wie besiege ich den? Ja, Alter. Ach, mein Schild bringt da gar nichts, ne? Nehme ich an. Ich kann... Was? Selbst die Wände hier... Stabile Ausgangsspielzeug. Ach so. Ah, okay. Ich verstehe. Okay. Edgy Betty, mit meiner Flasche bin ich unverwundbar. Okay. Ich verstehe. Ja, komm, mach du mal. Oh, geh zurück in eine hässliche Flasche. Hat das jetzt was gebracht? Ja, da ist ein Riss drin. Okay, hat funktioniert. Sehr gut. Aua. Ah, heiß. Okay, einmal noch. Sieht nur leider nicht wirklich so aus, als würde ihn das jucken. Okay, die Feuerbälle werden immer mehr. Oh, du hast meine Flasche zerstört. Das wirst du bereuen, du. Ach, du heilige Scheiße. Muss ich ihn treffen? Alter. Was ist mit ihm falsch? Muss ich ihm ausweichen? Nein! Der hat echt einen Schaden. Oh, Svenja! Ach, das war's schon. Ein Herzcontainer.
Du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl deiner Herzen wurden erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Oh. Warum geht die Tür hinter mir zu? Du hast das Tritonshorn erhalten. Urunga, Steppe. Die wartet. Stand das noch? Ich glaube, ich habe mich verlesen, ne? Ja, gut. Das war's dann für heute. Ich glaube, war lang genug. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.